Moin Moin, mein Name ist Michael Borgmann. Ich bin technischer Analyst und Journalist. Und im heutigen Video, ja, so richtige Einstiegschancen, das ist schwer zu finden im Zuge einer so relativ wichtigen Fed-Sitzung heute Abend. Und deshalb kann man sich am besten so ein bisschen vorbereiten auf vielleicht eher mittelfristige als kurzfristige Strecken. Gerade so rund um die Fed-Sitzung. Man kennt das ganz früher noch aus Zeiten, wo Draghi noch so richtig Marktmacht hatte. Da war an Draghi-Tagen immer Halligalli angesagt. Da sprang der Euro-US-Dollar schnell mal um etliche 100 Pips nach oben oder nach unten und das gleiche gleich wieder zurück. Das heißt also, nachher zwischen 20 und 21 Uhr insbesondere ist eine erhöhte Marktvolatilität zu erwarten. Okay, jetzt wird natürlich immer zuletzt um solche Ereignisse viel Brimborium gemacht und am Ende ging das immer aus wie das Hornberger Schießen. Nichtsdestotrotz sollte man gewappnet sein. Und das Problem dabei ist, wenn man solche Events oder an und um solche Events herum handelt, hat man immer das Problem dieser Kursspikes. Das heißt also, oftmals, durch wen auch immer und ob manipuliert oder auch nicht, das kann man nennen, wie man möchte, oftmals werden charttechnische Marken durchbrochen, vermeintliche Kauf- oder Verkaufssignale dadurch ausgelöst. Und unmittelbar nach dieser Aktion oder am Tag später geht das Ganze oftmals genau in die gegengesetzte Richtung. Das heißt also, die übliche Prozedur der Stop-Loss-Rasur findet da statt. Und in dem Sinne sollte man eher so ein bisschen schauen, was passiert eigentlich danach oder was kann danach passieren. Ich habe mir jetzt mal erst den Silberchart rausgepickt, danach noch gleich ein Währungspaar Euro, Schweizer Franken. Das heißt also, das Ganze läuft so ein bisschen abhängig voneinander. Also der Silberkurs meistens eher abhängig vom Euro-US-Dollar, aber Euro-Schweizer Franken wird da sicherlich auch mit reinspielen. Hier muss man also schauen, im Silber finde ich die Situation in dem Sinne interessant, dass noch immer die theoretische Option besteht, hier einen großen charttechnischen Doppelboden ausgebildet zu haben, dass aber immer noch die Bestätigung für diesen Doppelboden fehlt. Dafür müssten wir eigentlich hier mal die 15 wieder vors Komma bekommen. Und wenn das im Zuge der Fed-Sitzung passiert, dann passieren noch ein paar ganz andere Dinge. Wenn man sich den HUI, also den Gold Bug Index, anschaut in den USA oder auch den GDX, also die Indizes, in denen die Minenwerte enthalten sind, die sind allesamt jetzt an wichtige gleitende Durchschnitte gelaufen. Die stehen alle vor möglichen Ausbruchsszenarien oder eben auch vor möglichen Implosionsszenarien. Das heißt, da geht es also um die Wurst. Zyklisch stände eigentlich der Weg nach oben an um diese Jahreszeit. Und wenn all das zusammenpasst, dann kriegt man hier vermutlich mehrtägige oder mehrwöchige Bewegungen hin. Und da braucht man sich Intraday jetzt nicht um den Einstieg irgendwie kloppen, ob man da zwingend dann rein muss oder nicht. Also ich denke mal, die Haltelinie ist durchaus etwas interessanter. Und wenn es Silber gelingt, hier über die 15 zu wuppen und vor allen Dingen, und das ist wichtiger, diesen Bereich dann auch zu verteidigen, dann geht hier einiges nach oben. Hier sind ja weitere Deckel erst im Bereich 15,60 bis 16 Dollar. Und wenn es eben halt nicht gelingt, ist zu schauen, ob hier dieser Trendkanal zumindest verteidigt werden kann und wir nur einen neuen Anlauf brauchen. Mehr dazu auch im Text zu der Analyse. Jetzt noch ein kurzer Blick auf den Euro-Schweizer Franken. Da bildet sich auch so ein kleines Ausbruchsszenario aus, hier auch im Tageschart unterwegs. Hier muss man da mal schauen. Bislang sieht das ganz brauchbar aus. Wir haben jetzt ein Teil des kurzfristigen Abwärtstrends hier oder der kurzfristigen Abwärtstrends, da gibt es ja gleich drei, die hier so grob laufen, überwunden. Gefallen tut mir hier in diesem Fall der MACD, der hier diese Kursbewegung deutlich mit begleitet bislang und allmählich hier sich Richtung Nulllinie bewegt. Wenn hier beide Linien drüber gehen, könnte hier ein neuer Trend entstehen und das würde bedeuten, dass diese Trendbewegung hier wieder aufgenommen werden könnte und das entspräche dann doch recht robusten Kurszielen hier oben irgendwo in diesem Sektor. Und dementsprechend scheinen hier auch so ein paar Chancen zu liegen. Auch dieses Paar ist natürlich abhängig von den Aussagen, ob dovish oder hawkisch heute, die von der Fed dann ab 20:30 Uhr auf uns niederprasseln. Aber insgesamt finde ich hier bei beiden Werten oder Assetklassen hier recht probate Szenarien vorliegen, die vor allen Dingen auch langfristiger ausgelegt sind als nur im 15-Minuten-Handel oder so. Besten Dank und tschüss.